Sternhöhlentiefen, U1. Ja. Wir gehen alleine weiter. So. Leider 2 Beliebersamen weniger. Ja, gut. Muss es eben halt ohne gehen. Was aber auch schlimm ist, dass ich keine Siedelbeeren gerade habe. Wo wir gerade beim Thema Siedelbeeren waren. Und ich hab doch hier noch, oder? Georockbrox. Jetzt haben wir hier Streuorb. Chaosan, das ist mehr als nur nützlich. Stopper-Orb, einer der besten Orbs, die es gibt. Leider kann man in Bosskämpfen keine Orbs verwenden, das ist das einzige Problem. Wie viel hält der aus? Mal ehrlich. Noch ein Chaos-Samen. Ich sehe wieder realistische Chancen, den Bosskampf zu bestehen. Kurz regenerieren, nachdem wir jetzt keinen Hagel mehr haben, können wir das ja einfach so mal wieder machen. Ach, wir sind eh schon da. Ich bin recht weit gekommen. Donnerwetter, das sieht nach einer weiteren Sackgasse aus. Jawohl, ja. Ist das hier wirklich der tiefste Punkt der Höhle? Ah, so müde. Woher kommt diese Stimme? Augenblick, könnte die Stimme wirklich... Wer ist da? Ist da jemand? Meinst du mich? Ich bin Bidica. Und wer bist du? Ich. Ich bin Jirachi. Jirachi? Das Jirachi, nicht wahr? Das stimmt. Aber wer bist du? Ich bin Bidica. Habe ich das nicht schon einmal gesagt? Ich hörte, dass du Wünsche wahr werden lassen kannst, Hierarchie. Stimmt das? Ja, das stimmt. Nur bin ich gerade ein wenig müde. Tut mir leid. Und ich schlafe meist recht unruhig. Wenn du mir näher kommst, werde ich dich vielleicht sogar angreifen. Ist aber keine Absicht. Was? Ich bin so müde. So. Bosskampf. So. So, dann hier hast was. So eine Verwirrung kann man immer wieder sehr schön ausnutzen. Zu wenig KP ohne Beliebersamen ist mir das zu gefährlich. So, und hier den kriegst du auch. Er kann Erholung. Na super.
jetzt wahrscheinlich den ganzen Schaden gegen Gehalt, den ich jetzt gemacht habe. Wieso kann der sowas? Ich habe nicht mal meine Siebelbeere, oder? Und doch, eine hätte ich sogar noch. Au. Ja, das war's. Ich finde diesen Bosskampf mehr als unfair. Ohne die Erholung hätte ich das jetzt aber geschafft. Ja. Einfach nur mal versuchen. Bleibt ja eh nichts anderes. Die Sache ist, dass wir uns jetzt erstmal durch die zwei Dungeons durchkämpfen müssen. Wieso haltet ihr alle so viel aus? Wie viele Items habe ich eigentlich noch übrig? Nicht mehr allzu viele. Geld habe ich auch ein bisschen, der hat eh nur Orbs. Regenorb, Sonnenorb, Köderorb. Ja, wenn ich Orbs in Bosskämpfen benutzen könnte, wäre das ja ganz nett, aber das darf ich ja leider nicht. Dann probieren wir das einfach weiter. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Level-Ups unterwegs. Oder finden Belebersamen, das wäre nämlich auch was richtig Nettes, aber mindestens ein, zwei Siedelbeeren wären ganz nett. Alles, was ich finde, sind Äpfel. Muss ich jetzt riskieren? Und das war's. Hey. Ganze Zeit auf so wenig KP, das kann da nicht funktionieren. Ich will mehr Siedelbeeren. Oder Belebersamen. Ja, hilft ja nichts, muss ich nochmal probieren. Hey. Das ist halt eben mal ein kleines Glücksspiel. Braucht in diesem Spiel vor allem Glück. Man kann der größte Noob in dem Spiel sein. Wenn man kein Glück hat, schafft man es. Also wenn man Glück hat, kann man hier durchkommen. Wenn man selbst als großer, selbst als Profi, wenn man Pech hat, verreckt man. Das ist ja das Schlimme hier. RNG wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Au, hörst du auf damit? Aufhören, habe ich gesagt. Mal schauen, kann man ein bisschen recken. Kekleon-Markt, was hast denn du? Blendsamen? Wie viel
Geld habe ich. Ja, den würde ich mitnehmen. Was ist hier noch? Ein Heilband. Ja, leider viel zu teuer. Das war nochmal. Ja, der bringt mir jetzt nichts. Aber das bringt mir was. Habe ich zumindest eine kleine Chance. Schon wieder ein nutzloser Orb. Da hat irgendein Loturzel eine Sinelbeere. Und ein Mobile ebenfalls. Mal schauen, ob ich die den wegnehmen kann. Ja, hier haben wir eine Sinelbeere. Ach Gott. Ah, super. Und ich bin tot. Schlupfuck. Schlimm sind die Viecher. Ich frage mich aber eh langsam, wie viel EP brauche ich eigentlich noch bis zum nächsten Level? $383, das sind nicht mehr viel. Im Moment habe ich wenigstens die Sinelbeere behalten dürfen. Ja, wenigstens etwas. Witzigerweise habe ich immer noch die ganzen Samen. Du hast nur Orbs, das bringt mir eh nichts. Ein Eilorb. Wieso findet man in diesem Dungeon eigentlich überwiegend Items, die man nicht braucht? Nämlich überwiegend Orbs. Äpfel. So. Dann sind wir zumindest schon mal wieder in den Sternhöhlentiefen. Haben wir es ja auch die letzten zwei Male nicht hingeschafft. Dann macht halt noch mehr Schaden. Hast schon recht. Ein Chaos-Samen. Die Chancen auf einen Sieg steigen wieder ein kleines bisschen. Eine weitere Sinelbeere. Jetzt hätte ich nur gerne vielleicht noch mehr von diesen tollen Samen. Und Level 12. Sind zumindest 2 KP mehr. Sehe ich sie gerade erst. Sollte ich jetzt eigentlich immer mal machen. Immer wenn ich auf eine neue Ebene komme, erstmal boosten. Ein Strahlorb und eine Amarena-Beere. Eine Amarena-Beere hilft mir jetzt nicht viel. So viel Paralyse ist hier nicht. Sind es eigentlich theoretisch bis Level 13? 1454. Das ist eine Menge.
Wieso stirbst du nicht? Manche sterben schnell, manche brauchen ewig. Ach, mit speziellen Attacken kriegen sie mich immer wieder so runter. Physisch steckt der kleine Bilizer ja ganz gut weg, aber mit speziellen Attacken, da hat er noch seine Probleme. Samen. Chaos-Samen. Ich habe wieder realistische Chancen zu gewinnen. Nebel. Ja gut, dass ich jetzt nicht mit meinem kleinen Pika hier bin. Muss man mal zwei Einigler. Kriegen wir wenigstens kaum noch physischen Schaden. Das Gute an Bidiza, der hat da so eine tolle Kombination an seinen Fähigkeiten. Ja, ich habe keine Tackle-Attacken mehr. Ach du Scheiße. Die normalen Angriffe so häufig. Nein, nicht Hypnose. Wie viele Runden schlafe ich diesmal? Wahrscheinlich genau genug, dass er mich kaputt hauen kann. Oh nee. Ich habe ihn endlich besiegt. Moment mal, ich habe doch da noch. Hier in der Regenorb.